Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung, so zum Freitagabend. Ich hoffe, ihr seid soweit schon mal gut in Richtung Wochenende geschlittert oder geschwommen, je nach Witterungslage. Bei uns schifft es den ganzen Tag, war nicht so toll, deswegen drückt die Daumen, dass das Wochenende etwas weniger nass wird. Aber das ist natürlich nicht das Thema der Eilmeldung. Wir wollen uns mit einem Artikel aus der Weltzeitung beschäftigen, der sich ein Zitat vom Lindner vorgenommen hat. Lindner war offenbar in Washington unterwegs, um hart zu arbeiten, nicht wahr? Bisschen Bahne zu scheffeln, wartet beim IWF-Währungsfonds und hat da etwas beklagt. Nämlich, und das ist jetzt kein Witz, ja, ich sage das in fast jedem Video, das mit dem, das ist kein Witz, aber wenn ich es nicht dazu erwähne, dann könnte man meinen, es wäre eine Satiremeldung. Deswegen muss ich es immer gesondert betonen, damit wirklich klar ist, ja, mittlerweile haben es die meisten, die schon länger hier sind, ja mitbekommen, das ist wirklich so in diesem Land. Aber für alle, die neu sind, wenn ich das gesondert betone, hat das den Grund, weil es so absurd, so Gaga ist, dass man sich es kaum vorstellen möchte, dass das ernst gemeint sein kann. Aber was ist nun dieses Zitat? Der Lindner beklagt, in Absurdistan würde zu wenig gearbeitet. Der Wirtschaft ginge es so schlecht, weil die Leute ja einfach zu wenig Arbeitsstunden leisten pro Jahr. In Italien oder in Frankreich wären das ja viel, viel mehr Arbeitsstunden. Lieber Lindner, wenn in dem Land zu wenig gearbeitet wird, dann fang du doch damit an. Wäre das eine Möglichkeit? Also, und zwar in einem Bereich, wo du nicht von anderen zwangsalimentiert wirst, sondern wo du tatsächlich was erwirtschaften musst für eine Firma, dass sich da nicht aus Zwangsgeldern zusammensetzt, die anderen unter Androhung und Durchführung von Gewalt abgenommen werden, sondern die reinkommen, weil sich ein Unternehmen selber tragen kann. Aber das ist vielleicht zu viel verlangt. Nein, er hat nun mitgeteilt, Absurdistan müsste ja viel mehr arbeiten. Lieber Lindner? Also grundsätzlich mag das ein Faktor sein, der für die Wirtschaft natürlich eher negativ ist, wenn viele Leute nur Teilzeit zur Verfügung stehen. Nur hat das ganz multiple Gründe. Zum einen, das ist ihm auch selber aufgefallen, spielt in Absurdistan nun mal die Kinderbetreuung mit rein. Theoretisch hat zwar jeder ein Anrecht auf einen Kita-Platz, in der Realität aber, naja, kann man sich von dem Wisch, dass man theoretisch ein Anrecht drauf hat, auch ganz gepflegt den Arsch abwischen. Denn wenn kein Kita-Platz da ist, dann ist keiner da. Ob da ein Anrecht drauf besteht oder eben nicht. Was nicht ist, das ist eben nicht. Muss man, glaube ich, nicht erklären. Das spielt zum einen mit rein. Zum anderen aber auch flexiblere Arbeitszeitmodelle und Verkürzungen und was es da nicht alles so gibt. Und das wiederum wäre eine Belastung für die Wirtschaft. Lieber Lindner, wenn du mit anderen Ländern Vergleiche ziehst, ja mag es sein, dass die da pro Jahr mehr, länger arbeiten, aber die können da auch mehr von ihrem eigenen Geld behalten. Warum zur Hölle sollte man denn in Absurdistan unnötig lange Stunden scheffeln? Was hat man denn davon? Höhere Steuern und Abgaben, aber nicht mehr Kaufkraft. Also bitte, lieber Lindner, wo ist denn der Anreiz in diesem Land, mehr Stunden zu leisten? Ich denke, ein Haufen hier Jungskajas hört jetzt ganz gespannt zu. Wird nur keine Antwort drauf kommen. Dem Lindner ist zwar selber eingefallen, ja, wenn die mehr arbeiten, dann zahlen sie auch mehr Steuern. Ich weiß, ja geil für die Hampel. Aber wo dann der Vorteil für die Bevölkerung sein soll, das hat er nicht mit erwähnt. Ja, warum wohl, nicht wahr? Im Land mit den höchsten Steuern und Abgaben, oder mit den höchsten, nicht unbedingt auf Platz 1, aber im oberen Viertel der Länder mit den höchsten Steuern und Abgaben weltweit, Platz 3 sind wir, glaube ich, auf der Welt und irgendwie, naja, wir sind auf jeden Fall an der absoluten Obergrenze mit dran. Da ist es doch etwas anmaßend, sich darüber zu beklagen, dass die Leute nicht noch mehr ihres wenigen Geldes abdrücken wollen, noch mehr zusätzlich ihrer Lebenszeit opfern wollen dafür, dass sie dann eine Hampel alimentieren, die fremde Kriege damit finanziert. Also ich denke, das ist mehr als so nachvollziehbar. Aber dem Lindner ging es nun darum, dass man ja gar nicht so viele Wirtschaftssubventionen bräuchte. Die Leute müssten einfach nur mehr arbeiten. Und ja, man muss natürlich gucken, dass dann vielleicht die Kinderbetreuungssituation, dass da die Rahmenbedingungen verbessert werden. Ich habe da eine bessere Idee. Wie wäre es denn, wenn man zuerst dafür sorgt, dass die Leute durch mehr Arbeit auch mehr Kaufkraft haben? Würde die Hampel zwar leer ausgehen, aber das wäre dann tatsächlich mal zugunsten der Bevölkerung. Aber hey, immerhin hat er sich ja nun, hat er groß angekündigt, dass Überstunden ab der 41. die sollen dann, also wer länger arbeitet als vorgesehen, der soll das Ganze dann ohne, ich glaube mit geringeren Steuern oder ohne noch mehr steuerliche Abzüge dürfen. Ja, Glückwunsch. Wirklich, wirklich Glückwunsch. Wann ist der Steuerzahlergedenktag? Mittlerweile im Juli? Bis Ende Juni, Anfang Juli muss es mittlerweile sein. Bis dahin arbeitet man de facto nur für diese Hampel. Und diese Hampel besitzt die Dreistigkeit, anderen zu erzählen, dass sie ja nicht genug Geld ranschaffen. Also wie so ein Zuhälter, der seine Nutten da irgendwie maßregelt, ohne das jetzt böse zu meinen. Aber es hat doch ein gewisses Geschmäckle.
Aber was soll man dazu sagen? Das ist nun mal Hampel-Mentalität. Und beim Lindner kann man auch argumentieren, okay, das ist mal ein Finanzminister, der vielleicht auch schon mal vorher was in der Wirtschaft gemacht hat, so ein bisschen. Wenn das jetzt eine Ricarda rausgehauen hätte, hätte natürlich noch einen ganz anderen Beigeschmack. Aber wenn das Lindner sagt, ihr macht es nicht besser, aber ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Wenn so eine Emilia Fester oder eine Ricarda Lang das rausgeknallt hätte, ja, gäbe es sicherlich doch etwas mehr an öffentlichem Aufschrei, ganz berechtigt. Aber wenn sich das so Lindner hinstellt, dann wird das offenbar abgenickt. Die Wirtschaft wird es nicht retten, denn auch wenn sämtliche Nettosteuerzahler in diesem Land jetzt doppelt so viele Stunden pro Woche leisten, wird es die politischen Fehlentscheidungen der letzten Jahre nicht rückgängig machen. Das heißt, die Bedingungen wären genauso katastrophal, wie sie es aktuell unter den jetzigen Zuständen sind. Da ändert sich nichts dran. Das liegt nämlich nicht daran, wie lange die Leute arbeiten oder nicht arbeiten, sondern maßgeblich an den Voraussetzungen, die politisch geschaffen oder blockiert werden. Und im Blockieren kennt sich die Hampel ganz wundervoll aus. Bürokratisierungswahn, Abgabenwahn, ein Verbot nach dem anderen, null Planungssicherheit, aber hey, sich darüber beklagen, dass Absurdistan wirtschaftlich schlecht aufgestellt ist. Und dran schuld sind nun offenbar die Leute, die nicht noch viel mehr arbeiten gehen. Ohne was davon zu haben. Ah ja, sie würden ja dann das Sozialsystem weniger belasten, wenn sie noch länger arbeiten. Weil, lieber Lindner, die meisten, die regulär arbeiten in diesem Land, ob nun angestellt oder nicht, oder gibt es da alle möglichen Modelle. Die meisten tun das in der Regel, um eben nicht auf andere Kosten zu leben, um die Rechnungen selber zahlen zu können. Sicher gibt es welche, die müssen aufstocken, weil sie mit ihrem Gehalt nicht hinkommen. Aber von den, naja, Erwerbstätigen hierzulande ist es schon eher so, dass die Mehrheit noch in der Lage ist, ihr eigenes Leben zu bestreiten. Heißt, das ist sowieso nicht die Zielgruppe, um die es geht, die das Sozialsystem massiv belastet. Das sind ja nun eher Leute, die Hände in den Schoß legen und sagen, nun sind wir halt da, nicht wahr? Das ist ja einer der größten Kostenposten, der in den vergangenen Jahren explodiert ist. Das sind aber eben nicht die Leute, die aktuell zu wenige Stunden pro Woche arbeiten, sondern mehr die überhaupt keine Stunde pro Woche was machen. Das sollte man vielleicht ein bisschen differenzieren. Aber das ist in der Hampel offenbar auch nicht so erwünscht. Nein, wer in diesem Land nur Teilzeit arbeitet oder nur 35 Stunden hat, der muss viel, viel mehr machen, weil in anderen Ländern machen sie ja auch mehr. Wie gesagt, in anderen Ländern entsteht durch mehr Arbeit in den meisten Fällen auch mehr Kaufkraft, nicht nur eine zusätzliche Häufung von Abgaben. Wozu soll denn jemand 10 Stunden mehr arbeiten, wenn er davon de facto gerade mal einen finanziellen Vorteil in Höhe von einer Arbeitsstunde hat, weil der Rest irgendwo in anderen Taschen versickert? Aber nachdenken bei der Hampel, ich glaube, da kann man lange drauf warten. Nein, da wird nur gefordert, dass die Leute gefälligst noch viel, viel mehr machen sollen. Passt vielleicht mal das Rentenniveau ans Französische an. Dann kann man drüber nachdenken, ob die Leute hierzulande vielleicht auch freiwillig eine Stunde mehr machen. Auch nur so ein Denkanstoß. Aber bei einem Rentenniveau von 48%, Frankreich hat wie viel? 78? Ich sehe da eine gewisse Diskrepanz. Aber hey, ist ja alles nur eine Verschwörungstheorie, nicht wahr? Wer den politischen Wahnsinn in diesem Land kritisiert, der macht sich ja hochverdächtig. Da kommt der Vladis Ted und jetzt machen wir uns erstmal alle einen schönen Freitagabend. Mal gucken, ob wir noch ein Late Night nachher machen. Wir haben ja schon ein kleines Fleckchen am Nachmittag gehabt. Der Großteil von euch hat wahrscheinlich keine Benachrichtigung zu bekommen. Shadowbed lässt grüßen, momentan wieder ganz massiv. Aber machen wir das Beste draus, nicht wahr? Wenn man im besten Absurdistan aller Zeiten der Meinung ist, Inhalte, die der Hampel nicht den Arsch pudern zu zensieren, dann wird das wohl einen Grund haben. Und zwar den, dass man offensichtlich massive Angst hat vor den Wahlen. Und warum hat man die Angst? Nicht, weil ich was sage, was die nicht hören wollen. Das vielleicht auch, aber weil sie was tun, über das ich anschließend so reden kann, wie sie es eben nicht hören wollen. Können sie verhindern, indem sie einfach keine Scheiße bauen. Aber wenn sie der Meinung sind, sie müssen kritische Inhalte zensieren, ist ja nicht nur mein Kanal betroffen, dann wird da wohl was dran sein. Da wird das wohl, wenn sie wohl, ein bisschen Schiss in der Buchse haben, jetzt auf Deutsch gesagt. Ja, und das wiederum ist ja eigentlich fast schon ein Erfolg, will ich jetzt nicht sagen, weil es ist akut nervig, wenn da ständig da rumzensiert wird. Aber man zensiert ja nicht ohne Grund, darauf will ich hinaus. Und dass die Sachen, die wir besprechen, dass die stimmen. Ich meine, meine Quellen sind Mainstream-Quellen, das kann jeder nachprüfen. Die habe ich nicht aus Oma Inges Kräuterblock oder mir aus dem Arsch gezogen. Jetzt aber machen wir, wie gesagt, das Beste aus dem Wahnsinn in diesem Land. Ich werde mir erstmal was zu futtern holen und dann bis später.